Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4. Wie versprochen war ich fleißig und habe jetzt vor der Aufnahme mal hier ein bisschen die Inventare geplündert. Bei Kira habe ich nur noch den Kräuterkundekram drin gelassen. Bei Donika ist alles soweit leer, beim Tobias genauso. Und bei Fiona habe ich jetzt aber die Pflanzen und Krams drin gelassen. Weil die das vielleicht noch analysieren kann, keine Ahnung, werden wir ja dann sehen. Aber ich habe auch noch schnell was im Baumodus verändert. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und zwar hat unsere Donika jetzt hier, Fiona, diese Regale, die ich gesucht habe. Ich hatte schon eins, ich wusste es gar nicht mehr, ich hätte es nur kopieren brauchen hier. Und hat da schon mal die drei Figürchen, die sie hat, hingestellt. Sie hat ja noch ein Schatzkisten im Inventar, also diese Kapseln. Da werden wahrscheinlich weitere Figürchen sein, die kann man dann da auch aufstellen. Und bei Kira habe ich das eine Pop-Art-Gemälde noch hingehängt. Habe nochmal so einen kleinen Beistelltisch geholt, damit wir den superschönen Preis von Tobias aufstellen können. Nachdem ich jetzt die ganzen Sachen auch aus dem Inventar gepackt habe, habe ich gesehen, wir sind bei 16.479 Simoleons angekommen. Und irgendwie habe ich ja letzte Folge erwähnt, vielleicht könnte man mit denen auch nochmal in Urlaub fahren. Irgendwie wird mir diese Vorstellung immer angenehmer, so bevor es dann wirklich mit dem wahren Leben losgeht bei Donika. Ne? Sie wird ja dann demnächst junge Erwachsene. So, du darfst mal ins Bett, Kira. Würde sich das vielleicht doch nochmal anbieten. Und dann könnte man ja auch da Geburtstag feiern. Das wäre ja auch kein Problem. Ja, was war ansonsten in der letzten Folge los? Nicht so viel. Also Kira habe ich versucht, Sport machen zu lassen. Das war, naja, nicht ganz so erfolgreich. Was hat jetzt Fiona? Hallo, was willst du? Was war das für eine Musik? Keine Ahnung. Okay, du bist fast ausgeschlafen. Ja, dann geh du mal duschen, bitte. Geh hier duschen. Ja, ist in Ordnung. Mach das mal. Ja, die Badewanne war kaputt. Kira musste reparieren. Wo rennst du denn hin, Mädel? Und sie haben zu Abend gegessen, haben Comedy geguckt. Tobias hat Auftritte gegeben. War auch noch befördert worden. Kann jetzt Geschichten mit Hand und Fuß erzählen und lauter so schöne Dinge. Ansonsten war es ein gemütlicher Abend gewesen und alle sind relativ zeitig ins Bett gekommen. Also insofern wirklich mal optimal. Ja, und Fiona hat den Garten gepflegt. Ganz dolle. Ja, muss man jetzt mal schauen, was wir heute mit dem Tag machen, weil Fiona hatte noch keine Hausaufgaben gemacht, im Gegensatz zu ihrer Schwester. Auch du bist auch so unsauber. Dann geh schnell mal hier duschen, da. Erst duschen, dann kannst du essen. So. Und insofern, ja. Ja, genau, Kira hatte auch noch ein verspieltes Gemälde gemalt. Und ja, das wirklich hübsch war, das kannte ich auch noch nicht. Ja, ansonsten ist jetzt so viel nicht passiert gewesen. Und deswegen, ich dachte, wir haben heute Freitag. Ist ja alles ganz schön. Und vielleicht könnten wir wirklich, wenn die Teenies aus der Schule zurück sind, nochmal in Urlaub fahren. Irgendwie gefällt mir die Idee. Da kann dann vielleicht Fiona auch ein bisschen mehr Sammeln machen tun, damit sie hier endlich mal zum Analysieren kommt. Ansonsten können wir ihr ja, das kann man ja auch noch machen, wenn dann Donika gealtert ist und alles auf Lang steht, können wir ihr auch nochmal irgendwie ein Mikroskop kaufen. Damit kann sie dann auch nochmal was anfangen. Also Geld haben wir ja jetzt wirklich genug. Da müssen wir uns erstmal keine Sorgen mehr machen. Deswegen denke ich, das wäre doch mal was ganz Lustiges. Tobias wurde ja auch gerade befördert. Hat er denn noch Urlaub? Ja, 4 Tage. Also insofern, wenn wir mal 2 Tage über das Wochenende da irgendwo hinfahren, ist das, denke ich, alles kein Thema. So, öffne du mal bitte hier. Du brauchst Spaghetti. Morgens früh zum Frühstück. Das ist perfekt. Und dann kannst du bitte mal den Comedy-Kanal da gucken. Und dann solltest du auch Spaß bekommen. So ein bisschen zumindest. Vielleicht noch. Ne? Auf Toilette gehen kann sie auch in der Schule. Ja, du hast auch Hunger. Komm, dann hol du dir auch bitte Spaghetti. Und schau auch den Comedy-Kanal dazu. So. Dann hat halt Fiona keine Hausaufgaben gemacht. Das ist ja jetzt aber auch nicht so tragisch. Das können wir alles wieder aufholen. Also insofern mache ich mir da jetzt mal keinen Kopf. Donika war da jetzt mal wichtiger, weil sie ja, wie gesagt,
demnächst altert. Worauf ich mich schon freue, wenn ich dann hier auch endlich umstellen kann. Ach, das wird schön. So, du hast deinen Spaß, bei deiner Schwester ist er nötiger. Ah, es wird okay. Prima. Und jetzt esst noch mal schön dazu, damit ihr gleich ordentlich in die Schule könnt, ne? Ihr zwei. Und dann ist Freitag und Mittag und dann geht's in den Urlaub, ihr Süßen. Ihr wisst ja noch gar nichts davon, gell? Aber das habe ich mir so überlegt. Ja, das muss gut riechen, diese Spaghetti da. Mhm. So, wie geht's denn dem Tobias und der Kira? Die schlafen noch ein bisschen. Oh, Tobias muss dann aber auch dringend auf Toilette. Kira nicht, das heißt, dann hier bitte verwenden und mal duschen. Upp. Und dann darf er auch was essen. Vielleicht macht Kira noch was Leckeres. Wir haben ja außer den Spaghettis auch gerade nichts mehr im Kühlschrank. Da müsste sie vielleicht nochmal nachlegen. Jetzt gucken wir erstmal, dass die hier in die Schule kommen. Ja, komm, auf Marsch. Hopp, hopp. Und Fiona, du bitte auch. Abmarsch. Hör auf zu essen, hör auf zu gucken und geh in die Schule. So, Donika, tut nochmal bitte fleißig lernen. Ja, oh Gott, sie tapert schon so. Willst du jetzt das Essen mitnehmen? Oder wo willst du jetzt mit dem Essen hin? Mir leg's doch einfach irgendwo hin. Jetzt rennt die doch tatsächlich mit ihrem Essen in ihr Zimmer und... ich sag ja, den Sims-Verstand werde ich nie verstehen. Um es mal so auszudrücken. Das bleibt mir immer ein Mysterium. So, Rest. Husch, ab. Kannst du hier rein? Ja. Fiona ist in der Schule. Sehr schön. Und auch fleißig lernen. Wenn du schon keine Hausaufgaben machst, kannst du wenigstens fleißig lernen. Und geh vorher noch auf Toilette. So, du kannst mal bitte kochen. Und zwar hätte ich gerne mal wieder... Ich habe jetzt natürlich, kann ich hier die ganzen Sachen nicht benutzen, weil ich gerade die ganzen Inventare geleert habe. Aber das ist ja egal. Aber so Eier mit Toast braucht man eh nichts weiter bei. Mach mal wieder Partygröße davon. Dann habt man was zum Frühstücken. Was will sie denn da machen? Weg das Lama nicht spielen. Ja, das ist eine gute Idee. Und höheres Mallevel willst du haben. Das ist auch kein Problem. Kill du? Ach, schön. Guckt sie euch an. Ist sie nicht süß? Ja, so ein bisschen, ganz, ganz klein bisschen sieht man, dass sie was für ihre Figur getan hat. Aber noch lange nicht so gut wie beim Tobias. Ganz ehrlich. Die Kira ist da ein bisschen fitnessfaul. So ähnlich wie ich manchmal. Muss ich zugeben. Ja, aber das wird noch. Und wie gesagt, wenn wir dann in Urlaub sind, können die ja auch mal joggen und wandern gehen und was weiß ich nicht noch, was mir da einfällt. Und die liebe Fiona lassen wir dann Sachen sammeln bis zum geht nicht mehr und Fische fangen. Schadet bestimmt auch nicht. Eieieiei. Flambierte Eier und Toast, okay. Oh ja, hallo Tobias, guten Morgen. Schaffst du es noch bis zur Toilette? Oh Gott, ja. Ja, aber das denke ich wird. Und vielleicht kann sich Kira da dann auch noch mal mehr um ihre Kräuterkunde kümmern, weil das wollte ich ja eigentlich auch mal ausbauen. Da ist sie, glaube ich, noch gar nicht so weit gekommen, wie ich es gerne hätte. Komm, du darfst jetzt auch ein Gericht nehmen. Da habe ich nichts dagegen. Danach darfst du aber auch wieder aufs Fitnessband, also aufs Laufband. Never. Höheres Level. Ich glaube, wir brauchen nur noch Level 10 bei der Malerei. Wo sind wir? Feinschmecker kochen? Ah, da hat sie auch schon zwei. Hm. Fitness, wo sind wir da? Bei 3. Fotografieren wäre ja auch noch mal eine tolle Sache, glaube ich. Kochen haben wir 10. Ja, genau. Kochen kann sie wie ein Weltmeister. Ja, genau. Und beim Malen fehlt nicht mehr viel. Das ist echt, das ist nicht mehr... Hier, 71% abgeschlossen, dann hat sie auch das Maximale an ihrer Malfähigkeit. Also, ja, besser geht's nicht, oder? Find ich jetzt mal. So, du nimmst dir dann auch bitte was Leckeres. Naja, gut, okay. Lass es da stehen, dann räumst du... Hey, hallo. So, im Kühlschrank drinne? Ja, gut. Dann nimmst du dir hier, wo sind die Eiertoast? Da, genau, ein Gericht, so rum. Machen wir es doch so. Dann kannst du auch schön frühstücken. Kira spült in Klo ab. Warum
Da ist die andere Spüle kaputt, oder was machst du da für Sachen? Halt, 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 halt. Oh, sie ist inspiriert. Ja, gut, dann mal halt. Was willst du malen? Großes Abstraktes, okay. Ja, mal ein großes Abstraktes, soll mir recht sein. Damit du dein Level voll kriegst. Hier ist aber alles in Ordnung. Ja, gut, ich dachte schon, das wäre vielleicht irgendwie kaputt oder so. Und du, wie wäre es? Komm. Komm mal hier rüber. Und guck du doch mal deinen Comedy-Kanal. Das passt doch immer gut beim Frühstück. Ist ja keiner da sonst, da kann man das schön machen. Ja, genau. Ach herrlich, ich bin so froh, wir haben so schön viel Geld und können richtig toll was machen. Ich warte ja auch immer noch auf eure Antworten auf die Frage, ob Donika hier noch eine Weile wohnen bleiben soll oder ob ihr wollt, dass sie dann direkt umzieht, wenn sie da mit ihrem, also wenn sie junge Erwachsene ist und ihren Job dann angenommen hat. Ne? Also denkt dran, sagt mir bitte Bescheid, wie ihr euch das wünscht. Ich bin für alle Vorschläge offen. Ansonsten lasse ich sie hier erstmal weiter wohnen. Ich meine, ne? Müssen wir mal gucken. Oder vielleicht lasse ich sie auch umziehen. Ach, das weiß ich halt nicht. Deswegen müsst ihr mir das sagen. Das ist wieder so eine Entscheidungssache. Und ja. Tobias, es ist lieb, dass du das da hinstellst. Tu es bitte auch aufräumen. Sei so gut. Ja? Die Arbeit für ihn hatten wir abgeschlossen. Jawohl, alles in Ordnung. Was hast du denn für Bestreben? Mit 5 Sims willst du rumalbern. Okay. Stimmt, du bist ja jetzt Witzbold. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Okay, komm, räum mal dein Zeug da weg. Und Kira malt und malt. Oh, was malst du da? Ich sehe wieder nichts. Ich muss hier echt mal eine andere Lampe aufhängen. Auf jeden Fall geht's ihr gut. Das ist auch schön. Ja, und hattet ihr nicht irgendwie... Was willst du da machen? Pool von mindestens, ja, vielleicht irgendwann mal. Am Spiegel Grimassen schneiden. Ja, komm, dann hör doch mal hier auf da. Räum mal das Zeug weg und dann kannst du hier gerne Grimassen schneiden. Habe ich doch überhaupt kein Problem damit. So, du Spieler, Spielkind, du. Ja. Ah, sie ist fertig. Ja, hallo. Nee, 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 nee. Was willst du denn jetzt? Nee. Lass ihn mal kurz. Geh du mal bitte hier Leinwandrahmen und an Sammler verkaufen. War leider wieder kein Meisterwerk, aber egal. Ne? Hier, gucke da. Ich weiß nicht, was es sein soll. So. Na, hast du Grimassen geübt? War's das schon? Ja. Okay, dann kannst du doch mal. Was wolltest du machen? Rumalbern, ne? Kategorie, hä? Nee, ein Techtelmechtel. Hier war's. Hä? Da. Ach, jemanden bedrängen. Ach, jetzt willst du bedrängen. Okay. Nee, wo guck ich denn? Ich war hier bei dem Bestreben. Schon ganz doof. Lustig. Genau, das war lustig. Da mach mal was Lustiges. Was, Babymann? Nein, 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 das ist nicht lustig. dann, mach doch mal einen Insider-Witz. Komm. Ich hoffe, das zählt dann auch. Ich weiß nicht, ob er mit ihr schon gewitzelt hat. Ob da immer eine andere Sim gefragt ist. Oder ob es nur darum geht, so und so oft. Ja, jetzt gleich merken. Nö. Nutzt nichts. Mit der Frau hattest du schon rumgealbert. Okay, dann zählt das insofern nicht. Was willst du denn? Bedrängen wolltest du wen? Koketten Witz machen. Ei, ja, das kannst du auch mal machen. Und spitzbübisch bedrängen. Genau, das machen wir. Ja, da musst du dir ein paar Opfer im Urlaub dann aussuchen, ne? Naja, ach kommt, ihr seid zu Hause. Die Kinder kommen zwar gleich, aber weißt du was? Könnte doch noch mal schnell. Ne? Und dann musst du nachher eh anrufen, dass du Urlaub nimmst. Mal schnell ein kurzes Techtelmechtel, bevor die Teenies wieder da sind. Wobei, die sind ja eh gleich wieder da. Warte mal, wie lange müssen die hier arbeiten? Na, vielleicht nicht. Okay, dann macht nochmal Freundschaften und du auch nochmal. So, habt ihr lang genug fleißig geschafft. Yeah, ab geht's. Die sind ja gerade sowas von kokett und verspielt und alles. Ja. Ach, ich finde, der Preis macht sich hier richtig gut. Oh, wie süß. Ja. Ja.
Da fliegen wieder die Herzen. Das ist schön. Und damit haben wir dann auch wieder einen Wunsch erfüllt. Was willst du jetzt? Lama spielen. Ja, das Problem ist, den kann ich nicht festmachen, den Wunsch. Juhu! Herrlich. Ach, ich hätte euch auch mal ins Observatorium packen können dafür. Naja. Da sieht man es mal wieder. So, was willst du denn jetzt? Moment, erstmal gucken. Spielzeug kaufen. Vergiss es. Guck mal, er will schon wieder an sein Ding und spielen. Also an sein Pferdchen da. Wie geht's dir jetzt? Moment, ich muss erstmal gucken, was ist los bei dir? Dir geht's gut. Okay, dann tu, was du nicht lassen kannst. Aber Kira, meine Liebe, was willst du? Küssen. Ja, er will aber gerade spielen. Er hat kein Interesse am Küssen. Habt ihr doch auch gerade genug. So, gehst du das machen? Soweit ich mich erinnere, wäschst du dir die Hände eh um sowieso und überhaupt und dann machst du da Training. Mhm. Dass du noch ein bisschen was tust, bevor es in Urlaub geht, okay? Mäuschen? Die Kinder kommen auch gleich wieder und dann müssen wir uns kümmern. Ja, ach ja, und du musst ja noch deine Arbeit anrufen. Guck, 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 guck. Ruf mal im Job an und sag, Urlaubstag nehmen, genau. So. Damit das nicht dann heißt, der Mann ist nicht zur Arbeit gekommen, ne? Das wäre schade. Ja, ich brauche Urlaub ganz dringend nach der Beförderung und allem. Genau, so, du hast einen Urlaub genommen und jetzt kannst du... was willst du denn jetzt noch machen? Aber kannst du noch... er kann trainieren. Wieso kann sie das nicht? Dehnen, Training, Liegestütze und Training. Mach noch ein paar Sit-Ups, so. Zack. Kira ist schon wieder von dem Band unten. Ah, nee. Jetzt ist er drauf. Okay. Ich hab schon gedacht, du drückst dich wieder. Hm, Mäuschen? Ja, tu was für deine Fitness. Yeah, Level 4. Juhu. Und ich gucke gerade. Ich glaube, ich bin auch schon fast am Ende von meinem Part. Jetzt warten wir eigentlich wirklich nur noch darauf, dass die Kinder heimkommen. Und dann kann es im nächsten Part auch wirklich in den Urlaub gehen. Ich hoffe, das ist euch recht. Aber ich habe jetzt irgendwie Lust auf Urlaub. Ohoho, was? Soll Fiona den Klassenkameraden Max zu sich einladen? Jetzt eher nicht, weil wir ja in Urlaub wollen. So, Pinnwand voll. Warte mal. Pinnwand, komm her. Löschen. Alles löschen. Das löschen wir jetzt komplett. Ist wurscht. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wie sie drauf sind. Aber wen interessiert's? Ganz ehrlich, wen interessiert das jetzt? Wir haben heute was vor. So, was möchtest du, Nika, machen? Im Internet surfen. Du wolltest drei Bücher lesen und Logik lernen. Mhm. Ja, das geht. Geht das? Ah, jetzt überlege ich gerade, haben die einen Schachtisch auch im Urlaub? Weiß ich nicht. Dann setzt du dich doch mal hin hier und üb da noch mal ein bisschen. Zack. So. Wie geht's ihr? Ja, genau. Ja, übt ihr beide. So, ab damit. Habt ihr beide was zu tun? Könnt ihr noch ein bisschen spielen, bevor wir in den Urlaub gehen? Dann hat sie auch ihr Spaßlevel vielleicht noch ein bisschen erhöht. Ja, das kommt gut. Was denn? Macht doch mit. Ach, was ist denn jetzt? Mitspielen, genau. So, und da das jetzt so gut passt, mache ich hier auch... oh Gott, Ende Gelände. Und Kira hat das Waschbecken geschrottet. Ey, Kira, was tust du da? Na gut, kann ja vielleicht auch mal der gute Tobias reparieren. Was macht der da eigentlich? Er sitzt am PC. Okay, gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß mit dem Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.